Oh, bitte lass mich den Rucksack noch haben. Und die Karte. Ich konnte ja nicht speichern an dem Ding eben. Oder hat das gespeichert? Ja, natürlich hat es nicht gespeichert. Oh. Okay. Ich kann jetzt auf die Karte gucken. Aber hier bin ich im Pool-Raum, hier bin ich falsch, hier war ja alles. Jetzt habe ich auch keine Orientierung mehr. Ah, hier, okay, hier waren die vielen Türen. Dann ist das ganz oben links, glaube ich. Von oben rechts war die Karte. Also halte ich mich jetzt einfach mal an die Seite und hoffe, dass ich die Karte nochmal finde. Ja. Ja, hier oben? Hier oben war. Hier oben war was. Hoffentlich kannst du mich jetzt nicht fressen. Alles mit dem Kraft. So, einmal da rein. Schade, dass das mit dem Speicher nur einmal klappt, anscheinend im Fernseher. Weg. Wahrscheinlich ja kein Taps, 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 Taps mehr. Hallo? Okay. Na ja, okay, nee, nee, ist mir noch zu dünn. Die mag ich nicht mehr. Mal reinstellen. Jetzt weiter mit einfach versuchen oberhalb zu halten. Ja, hier war die, hierdurch war die Karte, oder? Hierdurch war irgendwas. Also, ich hab doch ich ganz am Anfang das Bild. Ja, haben wir schon mal eine Sache. Was soll das nämlich mit? Ich glaube, dann muss ich weiter hier. Safe, ja, doch, das war das mit dem. Sicher. Die Karte. Und in die Medizin. Habe ich wieder die Karte. Und dann war es ja einfach. Das Totem habe ich ja gesehen. Da brauche ich nicht mehr hin. Dann muss ich jetzt einmal durch bis zur Säule. Und dann komme ich zu diesem Uhrenraum. Im Klassenzimmer dann drunter. Ich weiß nicht, ob ich nach einem Uhrenraum speichere. Da oben ist ja ein Fernseher. Den habe ich, glaube ich, noch nicht benutzt. Also wäre smarter, wenn ich das dann nach dem Klassenzimmer mache, oder? Runter zur Säule. Mache ich erst das Klassenzimmer, dann die Uhr, dann habe ich den kürzeren Weg zum Fernseher. Okay, bis zur Säule, dann runter, wieder zurück. Runter, runter, ob ich das finde. Ob ich das finde. Ups. Tatsächlich habe ich das, aber nicht zu abdrücken. Das war die Säule. Dann muss ich hier rüber.
was auf dem Schrank, was ich mitnehmen kann? Oh, ein Hundi. Kann es mich finden, wenn ich hier in dem Ding hocke? Geh mal bitte kurz da rein. Okay. Nur sicherheitshalber, falls es mich doch noch sucht. Ich bin jetzt da unten. Dann muss ich... Das ist der große Raum mit der Säule in der Mitte. Dann bin ich eins runter durch die Tür. Bin ich da drin. Und dann muss ich jetzt rechts rüber und hinten... Oh. Okay, auch eine Möglichkeit. Ich muss nämlich, glaube ich, in die Richtung. Oder? Da rein jetzt. Das ist klasse. Nee, ich muss das mitnehmen. Okay. Ich muss noch mal kurz in den Schrank, kurz die Karte checken. Ich kann mir legit nichts merken. Okay, ich war jetzt im Klassenzimmer hier unten. Ich muss hoch. Und dann muss ich rechts zu einer Gittertür. Und dann muss ich links durch eine normale Tür, durch die andere Tür. Uff. Und dann da oben. Ich hoffe, ich habe den Fernseher nicht benutzt. Auch ob ich mir den Weg gemerkt habe. Ich bezweifle es. Ob ich das schaffe, wenn das Monster da ist. Ich muss hier hoch. Besser verstecken, da hat jemand geschrien. Okay, ich höre das andere Monster nicht. Okay. Hier rein. Gittertür. Ich muss durch die Gittertür. Durch. Hier hoch.
Leute rein. Fernseher? Ja, Fernseher! Ich habe legit den Weg gemerkt. Okay, eine Sache fehlt noch. Beanie. Mal kurz zu. Ein Beanie. Das ist so ein... Gehen wir da rein. Ein Beanie. Das ist so ein Kopftuch, oder? So. Danke. Das Quatsch war gerade da. What the fuck, wo waren wir noch nicht? Ganz unten in dem Ding waren wir, glaube ich, noch nicht, oder? Wir sind jetzt ganz oben rechts. Aber hier auf der Karte ist auch noch was ganz Verkrickseltes. Sometimes the walls. Was? Oh, das ist so schräg, ich kann das nicht lesen. Was? Changes! Red Room. Roter Raum. Why? Aber hier ist doch noch irgendwas aufgemalt. Übermalt. Kommt man denn da durch? Bei dem Totenraum. Da irgendwo geht es anscheinend noch weiter. Muss ich da hin? Oder da unten? Aber ich glaube ganz. Nee. Ganz so. Da unten, wo der Red Room besteht. Ich muss da unten wahrscheinlich ganz da unten hin. Da, Red Room. Da muss ich, glaube ich, hin. Hoffe ich zumindest. Und ganz runter. Jetzt müssen wir ganz leise sein. Sagen direkt hier erstmal den. Ich habe dich direkt trennen gehört. Ich will aber dadurch. Muss ich eigentlich dadurch? Warte mal. Muss ich rechts oder links? Doch, da wo ich die Dinger weggemacht habe, muss ich lang. Spinnt. So. Ernsthaft. Hat er zum Glück nicht gehört. Falsch gelaufen. Okay, war wieder laut. Jetzt kommt er gleich wieder angerannt. Doch nicht? Okay. Neu ist gut. Muss links. Medizin ist auch nice. Durch die große Tür. Hier ist ein TV-Raum. Bin ich richtig? Sollte hier ein TV-Raum sein? Auf jeden Fall. Den habe ich schon benutzt. Boah, das ist die Fernspind. Ich muss aber mal die Karte gucken. TV. Ah, das. Wait. Da ist der Tote im Raum. Ich bin zu weit. Ich muss zurück.
Nee. Da ist der rote Raum. Das war laut. Kommt der? Kommt angerannt. Ich höre einen Tops. Der rote Raum. Ungünstig, ungünstig, ungünstig. Oh, ich bin aber komplett falsch. Jetzt bin ich im Klassenzimmer. So weit wollte ich nicht laufen. Blödes Vieh. Sind auch. Dann muss ich dann links oder rechts. Das ist nämlich die gleiche Stelle. Hier muss ich anscheinend lang. Ich glaube, ich muss da rechts rein, wo der Kuckuck gemacht hat. Das war doch hier. Guter Raum. Ja, Couch. Hallo, Couch. Das war hier. Ich dachte, das hatte ich schon. Jetzt geht er hier weg. Ich dachte, hier wäre das mit dem Mantel gewesen. Hier ist nochmal der Code. Jetzt? Find a way to escape if you can. Ah toll, danke für die Zuversicht. Hat
20 hier ist. Okay. Muss wahrscheinlich in den Totenraum. Ich finde halt immer noch eine Spinnt ja nice. Ich glaube, ich habe das Escape nicht geschafft. Oder doch? Oh, doch, anscheinend. Ich hätte jemanden durchgezogen. Hey, Simon. Das ist das gleiche wie am Anfang. And we are rolling. Nice one, Drake. Look at these fools trying to skate. Was ist das? Ja, lol. Ich hab je. Ich dachte, ich muss jetzt noch rausfinden. Jetzt wäre ich halt tot, so kurz vor Ende. Be famous, right? Oh yeah, Drake! Ich sitze einfach wieder von vorne. Woohoo! Oh, ich kann pfeifen. Ich hab eben gepfiffen. Jetzt geht's nicht mehr. Wow! Jetzt bin ich wieder am Anfang. Oh, shit. Not breathing. Nicht ganz? Achso, jetzt krieg ich, was passiert ist. Oh mein Gott. Oh, shit. Fuck. Get out of here now. Fuck. Get out of here. Oh nein, ihr lasst mich einfach zurück. Die rufen keinen Krankenwagen oder so. Was für Arschlöcher. Wir haben das Kind überfahren. Nee, wir haben Unfall gebaut. Hey Liam, Drake, come so. Check out this little whip. Da ist der Kleine. What a fucking idiot. Das ist unser Bruder. What's he doing all alone here? Let's go fuck with him. Oh, das ist ein random. Random Kid. Liam, get his bag. Let's go lock him up. Get the hammer, let's go! Oh lol, nee, die jagen das Kind jetzt nicht mal im Hammer aus dem Haus. Have some fun with this little shit. Oh, wir sind aber auch ein Arschloch. Okay, wir haben es verdient, dass die uns zurücklassen. Was soll nicht einfach so ein random Kind ärgern und mit dem Hammer jagen? Since the shocking, gruesome discovery of little Thomas. He was last seen walking on his way home, when he was most likely kidnapped. His parents made a public plea to the killer to release their son, saying they just wanted him home safely so they can cook him his favorite meal, spicy fried chicken. Little Thomas's body was found 2 days later near the local forest. He was found wearing his favorite yellow jacket and jeans, the same clothes he had been wearing at the time of the kidnapping. However, both of his arms and his head had been detached from his body. It is said that little Thomas was most likely kidnapped and tortured. His severed head was found near his body, while his arms were found some distance away. An autopsy revealed that he was knocked unconscious with a blunt object, such as a hammer. It is also believed that little Thomas may have been alive when his arms were severed, which could explain why his arms were found further from his body. Little Thomas most likely ran around armless for a few minutes, calling out for his parents to rescue him to no avail. Was sind wir denn Psycho? Wir haben es echt verdient, dass man uns einfach liegen lassen hat. What the fuck, einfach mal Kind killen? Das ist sowas von nicht okay. Was? Liam Williams, 18 and Drexel of 19 were both charged for the kidnapping. Charged on brutal murder of little Thomas after police found the VHS recording belonged to Paul Hart, also 19, after he was admitted to hospital from a skateboarding incident where veterans verdient. The VHS footage shows all of them involved the kidnapping. Hey, ich will nicht so schnell beim Lesen. Oh, what the fuck? Erstmal Kind killen. Das geht ja gar nicht klar. Der arme Kind. Wir haben es echt verdient, dass wir da echt verreckt sind. Oh,
Oh, das ist echt hart. Ich dachte, wir müssen unseren Bruder finden oder so, und dann sowas. Das stimmt. Die Welt ist da, also die reale Welt ist dort, die Monster sind. Das stimmt. Die anderen haben uns nur angeschrien und wir haben uns nicht getötet. Ja, bis auf der eine. Aber vielleicht war das ja das kleine Kind. Ich habe den Namen vergessen. Ich nenne jetzt trotzdem Simon. Vom vorigen Spiel. Der hat die alle gefressen. Der war das Monster. Der hat ja auch eine gelbe Jacke an. Das doch hier. Die Meaning behind das. Das kleine Kind hat sich in Form des Monsters in den Backrooms gerecht. Ist zum Monster geworden und hat sie gefressen. Der holt sich die anderen auch noch. Der hat Zeit. Der holt sich die anderen zwei auch noch. Und frisst ihn. Ja, es ist echt abgefuckt, das Ende. Aber das Spiel an sich ist cool. Die Story halt echt hart.